Grüßt euch ganz herzlich, meine lieben Freunde, zum siebten Tag der Intergalactic Aerospace Expo hier in New Babbage auf Microtech. Heute sind die Alien-Hersteller dran, beziehungsweise ja, Alien und auch menschliche Hersteller gibt es ja auch einen. Wir besuchen heute die Exponate von Esperia, von Banu und von Aupoa. So, und neben mir sitzt schwer zu erkennen, nicht schwer zu erkennen, wollte ich sagen, der Pharao. Grüß dich. Grüße dich auch, Sitko. Genau, wir warten jetzt noch ein, zwei Minütchen, bis dann die Hallen aufmachen und dann schauen wir uns mal die Schiffe an. Mal gucken, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Wir glauben nicht. Aber mal gucken. So, dann würde ich sagen, können wir ja mal gucken. Ja, da vorne sammeln sich schon die Leute. Ein Quantum-Beacon gab es auch schon. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen die erstmal vorgehen, sonst rennen die uns gleich noch hier über den Haufen. Ja, denke ich auch. Ja. Wir sind ja in der Unterzahl heute. Nur heute sind wir nur zu zweit. Denk mal, die Alien-Schiffe, die interessiert keiner. Verstehe ich gar nicht. Ja. Wenn es nicht Neues gibt, vielleicht werden sie sich ja doch dazu, nach diesem Video, vielleicht wird sich der ein oder andere dann doch dazu durchringen, mal hier zu gucken. Ja, vielleicht. Ne, wer weiß das. Zum Beispiel vielleicht eine Merchantman-Hust. Ja, mal gucken. So, gucken wir mal. Da gehen schon die ersten rein. Können ja auch mal hier unseren Fahrstuhl schon mal rufen. Genau, nimm du den rechten. Ich nehme den rechten auch. Was sagst du, was für ein Video unten läuft? Oh, zu einer... Ja, vielleicht die von den Fightern da. Von den... Ich sag Banu. Severin Fighter. Okay. Ich sag das Banu-Video, weil das echt ziemlich cool ist, finde ich. Okay. Aber wer weiß. So, hier, Xeno. Oh. Xeno Hall. Was heißt Xeno, Pharao? Außerirdisch irgendwas, ne? Wahrscheinlich. Ja, ne? Xeno. Ich glaube auch Xeno Extrastical. Ja. Dings. Bums. Gut, wir haben fantastische fast 50 FPS. Sehr gut. Hoffentlich bleibt das so. So, und der Quantum Beacon da hinten. Ja, gut, der ist. Der wird uns wahrscheinlich so ein bisschen begleiten jetzt. Was ist denn hier los? Was denn? So, das Esperia Prawler Video läuft. Na gut, auch nicht schlecht. Wir waren noch alleine im Fahrstuhl, richtig? Ja, das ist oft so, dass die dann so ein bisschen zusammengewürfelt werden, die Leute. Oh. Willst du nämlich hier so erschrecken, verdammt nochmal. Ja, sei froh, dass nicht einer eine Halloween-Maske auf hatte. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video hier. Das war das Promo-Video zur Prawler von Esperia. Und da kam dann auch der Schnabelhelm, den Pharao eigentlich auch mal sehr gerne aufhat, ne? Genau, der Tavarin-Helm. So dein Helm. Ja, genau. Sind das denn tatsächlich Tavarin, die da drin sind? Also, da nee, bin ich noch das so glaube ich nicht. Nein, sind es nicht. Die Esperia. Esperia ist ja, wie gesagt, eine deutsche Marke. Nein, eine menschliche Marke. Und die haben ja sich auf die Fahne geschrieben, Alienschiffe für uns Menschen umzubauen. Ne, und dadurch, dass das ein Esperia-Video ist, werden das auch Menschen sein, die praktisch da das Fliegen. Den warum die so Schnäbelchenhelme aufhaben, kann ich dir jetzt an der Stelle dann auch nicht sagen. So, wir gucken mal nicht auf den Plan, weil wir wollen uns nicht spoilern lassen, was letztendlich unten bei den Holodecks los ist. Deswegen fangen wir einfach mal an mit der... Ja, mit welchem fangen wir an? Fangen wir mit dem rechten Schiff an. Das ist auf jeden Fall ein Schiff von Esperia, steht ja oben drauf. Denn die Venduls sind natürlich jetzt nicht die Rasse, die sagen, komm, hier Menschen, habt da mal ein Schiff, könnt da fliegen, ne, passt. Sondern das sind einfach gefundene Schiffe, die dann von Esperia soweit umgebaut wurden, habe ich ja schon gesagt. Und das müsste die Blade sein, oder? Ich bin nicht irre. Oder gucken wir mal drauf hier. Die Blade, genau. Unschwer zu erkennen hier an diesem Messer. Was später auch dazu dienen soll, in Schiffshüllen einzudringen und da so ein bisschen aufzuschneiden. Das ist jetzt, wie soll ich das sagen, das ist jetzt nicht so die primäre Funktion. Da gibt es später noch ein anderes Schiff. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches war denn das. War das die Glaive? Oder war das die Skies? Die sehen wir gleich noch. Warte, die kommen da hinten noch. Genau, auf jeden Fall gibt es noch ein Schiff, das hat noch ein extrem höheres, also noch ein größeres Messer und das kann auch ausgefahren werden und so. Damit könnt ihr noch so zustoßen, oder? So ganz geil. So, dann... Wertkampf im All. Ja,
Genau, da haben wir ja schon gesehen von Cloud Imperium Games, dass es hier schon Überarbeitungen von diesem Schiff gab. Ich glaube aber, das ist jetzt noch das alte Modell. Das glaube ich, das ist jetzt noch nicht die überarbeitete Variante. Zumindest kommt mir das jetzt hier so ein bisschen bekannt vor. Sehr, sehr schönes Design. Alles sehr so skelettig, rippig. Hat auf jeden Fall... Ja, ist auf jeden Fall respekteinflößend, finde ich. Hat auf jeden Fall so ein bisschen was von ich habe Angst, wenn das Ding auf mich zufliegt. Ja, aber davon müssen dann schon ein paar mehr unterwegs sein, weil auf die jeden sind Fall. Tatsächlich nicht so... die halten nicht viel aus und können eigentlich auch nicht so viel austeilen. Genau, das ist ein Schiff, ein leichtes Kampfschiff, was letztendlich eigentlich im Schwarm daherkommt. Und ist halt bei den Venduls sehr, sehr oft vertreten. Die Venduls, die sind auch eine Rasse, die hat so, das ist so ein bisschen was auf, wie soll ich das sagen, so ein bisschen hierarchiemäßig sind die aufgebaut. Und die Blade ist so ein bisschen so das unterste Kampfschiff, ne? Damit fängt halt jeder Vollhorst-Vendul an zu fliegen, ne? Bevor er sich dann hochgearbeitet hat. Ne? So zumindest habe ich das mal verstanden. Hat eine sehr hohe Geschwindigkeit, das Ding. Und wird halt bei so Angriffswellen durch die Vendul eingesetzt. Ihr müsst euch das so vorstellen, da ist halt ein Mutterschiff und dann geht da eine Luke auf und dann ist dann auf einmal, hat man das Gefühl, man hat in so einen Bienenstock gestoßen. So ungefähr kommt dieses Ding dann praktisch zum Vorschein. Aus dem Kingship. Richtig. Kommt die raus. Genau. Ne? Aus diesem riesen Dingen da. Genau, hier ist unten irgendwo der Eingang, dann fahrt ihr da so rein, aber das will ich jetzt ungern machen, denn ihr wisst ja, ne? Naja, kommt sie wieder raus. Ja, richtig. Und einen großen Nachteil hat das Ding noch, finde ich, denn wenn ihr in das Cockpit steigt, dann ist das ganze Cockpit rot. Ne? Und das ist das gleiche Rot, was euch auch anzeigt, dass ihr zum Beispiel nicht in den Quantum Drive gehen könnt und sowas. Das ist noch so ein bisschen komisch gelöst, aber ich denke mal, das wird alles noch überarbeitet werden. So. Aber genau. So, wenn ich mir das jetzt so angucke, Sitko hier, ne? Mhm. Könnte das auch ein Enterschiff sein? Ja, also sieht aus wie so eine Harpune, ne? Irgendwie, ne? Aber ja. Ich meine nicht. Ich meine, das ist wirklich noch zusätzlich zum Schiffshüllen kaputt pieksen. Denn das Schiff hier wird auch benutzt, so ein bisschen, um, so eine Harakiri-Aktion durchzuführen. Ne? Wenn nichts mehr geht, dann einfach Vollgas und noch so viel mitnehmen, wie geht. Ne? Ist aber generell bei den Vendul, glaube ich, so ein Ding, ne? dass die das gerne machen. Na gut. Müssen vorher irgendwo ihr Messer abgeben. Ja, genau. Ja, ich glaube, die Vendul haben sogar auch so ein Messer. Die haben, so ein Familienmesser, was sie dann immer so mit sich rumtragen. Ja, so der Junge kriegt das dann von seinem, oder der Junge kriegt das von seinem Vater gemacht. Irgendwie so. Dann, wenn er es verliert oder wenn er irgendeinen Blödsinn macht, muss er es abgeben. Also irgendwie ganz, Ehrenmerkmal ist das sozusagen. Ja, die Venduls sind eine sehr stolze Rasse, die sind nicht, wie man es vielleicht denkt, so eine reine, wilde Kreaturenrasse, die letztendlich alles tötet, was ihnen über den Weg läuft. Die Vendul, das ist so ein, wir Menschen wissen eigentlich gar nicht so genau, warum die Vendul so einen Hass auf uns haben. Das muss irgendwas in der Vergangenheit sein, vielleicht hat das was mit der Arche zu tun, vielleicht hat das was mit irgendeiner Aktion zu tun, die in der Vergangenheit passiert ist, wo wir dann diesen Hass durch die Venduls verdient haben. Die Banu zum Beispiel, die haben mit den Venduls sogar ein Handelsabkommen. Also mit denen haben die gar keine Probleme. Also das ist noch nicht so ganz richtig raus, warum die Venduls uns so hassen. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Müssen wir wahrscheinlich dann erst noch rausfinden im Laufe der Geschichte. Zukunft. Gut, gehen wir rüber zu der Banu Defender. Die Banu Defender ist im Gegensatz zu Esperia ein Schiff, was wirklich direkt von den Banu kommt. Da oben steht es ja auch, Banu, ne? Und ist ein Schiff, was auch sehr von der Community gefeiert wurde, was auch sehr erwartet wurde, ist ein Zweimannschiff mit einzigartigen Sounds, mit einer einzigartigen Animation im Quantum Drive und auch einzigartigen Waffen, die hier vorne seht ihr. Das sind solche sogenannte Tachyon-Kanonen oder wie spricht man das aus? Tachyon-Kanonen. Ne? Und das sind die Besonderheit dieser Kanonen ist, die haben halt einfach keinen Vorhaltepunkt. Ihr müsst direkt dahin schießen, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr dann ein, zwei, dreimal trifft, dann platzt das Schiff auf der anderen Seite auch, ja, wie von selbst. So fast wie Mikrowellen. Genau, total cool. Sieht auch sehr geil aus. Also wenn ihr dieses Schiff noch nicht geflogen seid, leiht euch das auf jeden Fall mal aus. Probiert das aus, ist wirklich ein tolles Ding.
Na, hier unten gibt es nochmal zwei dieser Dinger dran. Ja, und das ist ja auch im Vergleich oder im, das ist ähnlich wie bei den Venduls. Es ist also sehr organisch. Also es gibt viele organische Bestandteile. Es ist bei allen Alienrassen eigentlich, ne? Es sind immer so, ja, organische Komponenten eingebaut. Genau, viele mögen das deswegen auch nicht. Ja, die sagen einfach, sie haben Angst davor, das ist ihnen zu reptilienartig, das Ganze. Das ist nicht so deren Ding, aber genau das lieben halt auch viele. Ne? Und auch dieses ganze liebevoll gestaltete Pattern hier unten und auch oben seht ihr hier zum Beispiel diese Intarsien hier eingelassen. Das ist schon wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Und ich finde, das passt auch einfach auch zu so einer Alienrasse total gut. Ne, und hat auch wieder was ganz, ist wieder was ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel da hinten das Schiff von den Venduls. Muss man echt sagen. Und was Pharao also meint, das wird auch hier drin nochmal deutlich. Gehen wir nochmal kurz rein. Hier seht ihr halt, ne, das ist alles sehr, sehr organisch. Man hat fast das Gefühl, das Ding lebt. Und das Coole ist auch, wenn dieses Schiff ein Schadensmodell besitzt, also wenn ihr Schaden bekommt, dann tropft auch so eine Art grüner Schleim hier rum. Ne? Also das ist wirklich schon ziemlich cool gemacht. So, kann man echt sagen. Auch hier die Animation und ist ganz geil. Pharao, komm mal ganz kurz rein. Komm ich. Dann zeigen wir noch mal ganz kurz, es gibt noch eine super schöne Animation, wenn man dann in den Sitz steigt. Hier auch hier vorne mit diesem Touchfeld, was hier dann so rüberschwebt. Ne? Übrigens ist hier in diesem Schiff auch Xian-Technologie verbaut. Ne? Das haben die Banu damals zusammen mit den Xian entwickelt. Was möchtest du, dass ich jetzt tue? Geh mal vorne, steig mal in den Sitz ein. Ne? Und da kommt zum Beispiel auch die Xian-Technologie zum Vorschein, denn dieser Sitz, der schwebt. Ne? Und das wissen wir ja, da sind die Xian einfach totale Vorreiter. Hier, guckt euch das an. Ganz geil, ne? Fliegt halt von diesem einen Access-Point zu dem anderen und schwebt dann hier so drüber. Sieht schon echt ziemlich cool aus. Und hier vorne mit den Wänden und den Farben und so, wirklich ein geiles Schiff. Ja, leiht euch das aus, fliegt das mal, geht mal in den Quantum Drive, ne? Und habt Spaß. Letztendlich ist es aber ein Schiff, was die volle, volle Potenzial erst entwickelt, wenn ihr zu zweit fliegt, denn hier sitzt dann der Co-Pilot und der wird später in der Lage sein, Schiffsteile von verschiedenen Phalanzen dann zu verhärten. Ne, das ist was dieses Schiff halt später auch können kann, dass ihr wirklich sagt, so jetzt nach vorne. Und dann ist der dafür verantwortlich, vorne die Schilde und nicht nur die Schilde, sondern auch die ganze Haut kann wohl irgendwie verhärtet werden. Ne, zumindest war das mal so die Idee. So, habt ihr hier noch zwei Betten. Und genau, wenn du Pech hast und du lässt dich in so ein Bett rein und das Schiff ist nicht gut gelaunt, dann wirst du assimiliert. Dann wirst du aufgefressen. Dann geht es einmal so genau. Weg bist du. So. Genau, auf jeden Fall die Banu Defender, wirklich ein absolut schönes Schiff. Wenn man halt diesen Style Guide mag. Ne? Das ist ja letztendlich immer das, was auch mitgeht. Gerade bei einem Spiel wie Star Citizen ist das ja sehr, sehr wichtig, dass man die Optik dann auch mag und das Design mag, aber dafür gibt es ja einfach auch so viele Hersteller und und das zweite, die Banu Defender war übrigens auch das erste Schiff, was von den Banu kam und hat somit auch so ein bisschen den Style Guide eingeläutet, der dann letztendlich für die übrigen Schiffe, wie zum Beispiel die Banu Merchantman, die ja auch irgendwann kommen wird, die auch sehr, sehr begehrt ist und sehr heiß ersehnt ist von der Community, was dann eine Art, ja, fliegender Bazar sein wird. Und da bin ich auch mal total gespannt auf das Ding, wie das dann aussieht. Na, total. Ja, geil. Freue ich mich drauf. Wenn du jetzt hier vorne stehst, Sitko, ja. Was sagt die Community, wie die denn aussieht, die Banu? Wir haben eine Krabbe. Genau. Na, so ein bisschen so eine, ne? wie so eine Krabbe halt. Ne? Mit so eine Wollhandkrabbe sowas, ne? Ja, genau. So eine Wollkrabbe. Wo bist du? Hier, hinter dir. Ah ja. Okay. Immer so hinten langlaufen. Gut, ja, gehen wir weiter. Hier, da. Hier. So, dann haben wir hier natürlich an den Wänden hinten immer noch die Waffen, die ihr euch hier auch direkt kaufen könnt. Auf der anderen Seite haben wir die Komponenten. Da hinten seht ihr schon welche. Aber das sind jetzt keine Alien-Waffen, ne? Oder? Nee, das ist alles durchmixt. Ne, steht auch, glaube ich, immer dran. Das ist jetzt zum Beispiel die hier, ist von Hurston Dynamics. Sieht man am Style. Ne? Und verschiedene Waffenhersteller stellen halt hier während der ganzen Zeit ihre Waffen aus. Ihre Schiffswaffen, wohlbemerkt. Die Handkniften, die kommen wahrscheinlich dann noch zu den letzten 2-3 Tagen, werden die dann noch ausgestellt.
Gut, dann hier der Zugang zur Halle 4 und 5 ist zu, da geht's also nicht weiter. Kommen wir zu einem zweiten Schiff von Hesperia, auch ein umgebautes Vendul-Schiff. Und das müsste die Skyte? Sein. Das ist die, genau. Das nee, ist das ist die Glaive. Das ist die Glaive, genau. Ach, die Glaive ist die, wo nur eine, genau. Ja, genau, genau. Die Skyte ist eine, die sieht aus wie die Glaive, nur sie hat dann praktisch hier an der Seite noch ein riesen Messer, ne, was so ein bisschen asymmetrisch dann daherkommt. Aber wieso steht die hier nicht? Steht die vielleicht auf der anderen Seite noch? Ne, steht's auch nicht, ne? Ja. Ja, die ganzen Vendul-Schiffe, das hatte ich ja vorhin ja kurz schon angerissen, die haben ja eine Überarbeitung erfahren. Das hatten wir ja auch schon mal in einem Teaser von Squadron 42 gesehen, wie die jetzt aussehen. Das ist natürlich alles noch das alte Modell hier. Die werden später nochmal um einiges geiler aussehen. Das kann ich euch versprechen. Also da, wer die Bilder gesehen hat damals, das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist noch ja ein sehr altes Design hier. Ne, da wollen aber auch nicht schlecht. Mein absolut Gott. Nicht, nee, überhaupt nicht. Ne, kein Stück. Nur, was da letztendlich dann auf uns zukommt, das ist dann schon nochmal, ich sag mal, eine Nummer erwachsener einfach. Ne, da sieht man schon, das ist schon ein älteres Modell, das sieht man auch an den ganzen Texturen und, aber trotzdem, nicht schlecht, ne, wie Pharao sagt, ne, aber auch natürlich Vendul-Style und, ja, man mag es oder man mag es halt eben nicht. Ja, und die Vendul's, halt, die haben ja, die Vendul's haben ja so eine. Ist das bei dem hier auch? Muss ich da so reinlegen in den Sitz, ja, ne? Ich glaube ja. Du gehst da vorne rein. Du kannst ja mal reingehen, wenn du reinkommst. Dann gucken wir uns das mal hier von außen an. Das müsste da hier, du immer hier so unter irgendwo drauf, sein. Ne? Genau. Enter Pilot Seat, jawohl. Ah, ja. Genau. Dann liegst du da wie so ein. Ja. Na, siehst du, ja, genau. Was ist jetzt passiert? Hui! Ja, man sitzt da so ein bisschen so drauf wie Luke Skywalker damals auf Endor, ne? Auf diesem Flitzer. So. Sitze ich denn hier jetzt ja, tatsächlich du oder liege ich? Du liegst. Ja, meine ich doch. Ja. Ist bequem oder? Du, ich habe noch keine Druckstellen, merk zumindest nichts hier. Aber was natürlich auch ganz toll ist, der hat einmal hier die beiden Hebel, die man bewegen kann, und in der Mitte so zwei Starre, da kannst du dich dann dran festhalten, während der Stuhl nach oben gezogen wird. Ja, okay. Ich cool. Komm mal runter. Mhm. Siehst du das? Ja, jetzt halte ich mich an den anderen fest. Ah ja. Weil diese beiden Steuer. Was? Ja, aber ja, du bist ja gerade so runtergefallen. Ja. Weil diese Steuerhorn-Dinger, die sind nämlich noch oben. Ja, hallo? Ich will. Lässt dich nicht mehr los, ne? Nee, ich bin gefangen. ewig grüßt das Murmeltier. Hat so auch so ein bisschen was von der Hantelbank, das Ganze. Naja, gut. Ja. Auf jeden Fall, was kann man noch sagen? Das ist im Gegensatz zur Blade, ist die Glaive so das mittlere Kampfschiff und ist ja Nachbau von Hesperia, von diesem Jäger, hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Ja, es ist halt das symmetrische Design von der Skyte, die wir vielleicht noch sehen, vielleicht auch nicht, müssen wir mal gucken. Und ist relativ stark bewaffnet, das Ganze. Wir haben zwei Size 1 Kanonen hier dran, einmal Size 5 und eine Neutronenkanone auch Size 5. Ja, das sind wahrscheinlich die Dinger hier vorne. Die beiden Ballermänner da. Ja, die Baller-Okolytos. Genau, und hier vorne, das sind wahrscheinlich hier so aus wie Size 1. Und ihr seht halt auch, das sind halt auch fixe Waffen. Ne? Das wird später wahrscheinlich auch austauschbar werden, da ja, ich denke mal, da war die Entwicklung einfach noch nicht so weit, dass sie sagen, es gibt so Access Points, wo man dann verschiedene Waffen dran machen kann. Das müssen wir dann einfach mal abwarten. Ne? Das schauen wir mal. So, und natürlich auch, wie bei der Blade, können auch diese Klingen hier wieder als Waffen benutzt werden. Ne, ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei dem Schiff schon so ist oder ob das nur bei der Skyte letztendlich so ist. Bei einem Schiff kannst du richtig die Messer nach vorne schnellen lassen. Das ist hier, glaube ich, nicht. Nee, das ne? ist hier, das klappt sich dann ein. Das ist ja, die ist ja jetzt in der Parkposition sozusagen, ja? Genau. Und wenn die eben das Fahrgestell oder Landegestell einzieht, dann klappen die beiden Dinger wie Flügel nach außen. Ja, genau. Auf jeden Fall ganz cool. Na, mal gucken, wie das dann letztendlich umgesetzt wird. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Genau.
So, kommen wir hier zu Hesperia Prawler. Auch ein Schiff, was von Hesperia umgebaut wurde, und zwar diesmal nicht von den Venduls, sondern von den Taverine. Das ist ein Taverine Dropship, was letztendlich umgebaut wurde, und auch das erste umgebaute Taverine Schiff, was ebenfalls den Style Guide letztendlich für die weiteren Taverine Schiffe dann determiniert hat. Genau, so. Na, auch ein sehr beliebtes Schiff, sehr cooles Ding. Ein bisschen, man sieht auch wieder den eigenen Steiger. Die Taverine, das ist ja so eine Art, ich sag mal, Vogelvolk. Und haben wir ja vorhin in dem Video schon gesehen, deswegen auch der Vogelhelm. Ne? Und zu einem Dropship gehören natürlich, da seht ihr drinnen schon die Sitze, wo dann die ganzen Insassen drinnen aufgehängt werden. Das sieht auch ziemlich cool aus. Wir haben hier dann diese Luken, die auch jeweils durch ein Schild und einem, es ist glaube ich ein Luftschild und auch ein physisches Schild, also ihr seid da auch geschützt durch Schüsse, die dann von der anderen Seite aufgemacht werden. Von der anderen Seite übrigens auch. Ne? Und wenn die dann hier rausspringen, dann haben sie hier sogar noch diesen Schutz durch diese Fächer. Ich glaube, die sollten normalerweise auch ganz zum Boden gehen. Ganz nach unten, ja genau. Ne? Also ist schon ziemlich cool durchdachtes Schiff. No, und dadurch, dass das ein Vogelvolk ist, haben wir natürlich auch hier im Style Guide, ja, so eine Art, ich sag mal, so ästlich sieht das Ganze aus. Ne, wir versuchen mal reinzugehen hier. Gucken, ob das funktioniert. So, das Ding hat zwei Etagen. Ne, hier hinten haben wir noch haben wir den Sitz für den Piloten. Ne, der fährt dann nach vorne. Hier ist auch noch irgendwie so ein, das ist glaube ich noch für so ein, weitere Dropsitze, die hier noch an der Seite sind. Da können sich noch Leute reinstellen. Und hier haben wir dann die Teile, wo wir uns dann so aufhängen können. Ich kann es mal versuchen. Stellt man sich jetzt so rein, dann geht der Bügel zu. Ne? Ganz cool animiert das Ganze. Sieht man aber leider jetzt nur von außen. Geht da direkt in die Außenansicht. Ne? So. Also ganz am Anfang war der Pilotensitz oben. Sicher? Oben war doch immer der Co-Pilotensitz, oder? Nee, immer. Ganz am Anfang war der Pilotensitz oben. Okay. Also als ich damit angefangen bin, die mal zu testen, war der Pilotensitz oben. Bist du erst unten reingestiegen und konntest nichts machen und bist dann rumgelaufen, wusstest nicht, wohin du musstest. Und dann musstest du diese Treppe rauf, um oben dann in den Pilotensitz zu gehen. Ah, interessant. Ja. Genau, hier hinten haben wir dann auch noch ein paar. Ne? Überall an jeder freien Stelle kann noch irgendwer sich hinstellen, wird dann hier durch den Bügel gesichert. Hier hinten ist praktisch der Haupteingang, den ihr dann benutzen müsst, wenn ihr dann vom Boden kommt. Und hier an der Seite haben wir dann die einzelnen Türen, die, glaube ich, auch einzeln auf- und zugemacht werden können. Ne? Seht ihr hier, zack. So ist es, ja. Ne? Nächste Tür zu. Ne? Und ich glaube, den Luftschild sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, den sieht man nur, wenn das Schiff an ist. An ist, ja. Dann hat man hier noch so einen leichten blauen Schleier. Sieht echt ganz cool aus. Also wirklich. Ist der nicht rot? Oder ist der rot? Kann auch sein. Ich meine, der wäre rot. Das ist ein rotes Geflimmer da vorne. Genau. So, und dann geht ihr hier hoch. Und hier oben sitzt dann der Co-Pilot, der meines Erachtens auch, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei dem Schiff war, auch die Kontrolle übernimmt, wenn der Pilot dann aussteigt. Ne, dass der dann hier oben weiterfliegen kann. Ne, auf jeden Fall kann ich auch genau wie bei der Banu Defender euch raten, leiht euch dieses Schiff mal aus, probiert es mal aus zu fliegen und vor allen Dingen lasst es mal explodieren. Das hat nämlich eine unheimlich coole Explosionsanimation. Total geil. Ne, echt gut gemacht. So, auch richtig geil an diesem Schiff ist, wenn ihr hier mal durchguckt, seht ihr, ihr seht hier vorne überhaupt nicht raus. Ne? Das ist nämlich das Schöne, dass wenn ihr dieses Schiff anmacht, dann wird praktisch das Schild vorne aufgefächert oder die Hülle aufgefächert und ihr könnt dann nach draußen sehen. Das ist aber wohl nur für euch sichtbar. Das ist so eine Art Projektion nach innen, ne? was praktisch ihr dann seht. Das ist schon echt ganz cool gemacht, muss ich sagen. So, hier sind übrigens noch die ganzen Komponenten verbaut. Die könnt ihr euch hier noch angucken. Hier, Powerplant, Schildgenerator. So, die Kühler müssten wahrscheinlich auch noch hier irgendwo sein, wenn ich mich nicht irre. Also es wird keine Situation geben, wo ihr von außen den Pilot oder den Co-Piloten sehen könntet. Genau, ne, weil das wirklich nur so eine Projektion ist. Also wirklich auch ein tolles Schiff. Ich persönlich muss sagen, ich kann da nichts mit anfangen. Nicht, weil ich es jetzt nicht mag vom Aussehen, sondern ich brauche einfach kein Dropship in dem Sinne. Ich habe mir damals die Valkyrie besorgt. Die finde ich persönlich dann auch vom Aussehen ein bisschen besser. Das ist eher meins. Und zusätzlich kann man damit noch Sachen transportieren.
Aber ich denke mal, wenn es um ein reines Dropship geht, ist das hier schon nicht ohne. Auch die Bewaffnung ist wirklich ordentlich. Ne, wir haben hier diese Hoverpads noch an der Seite. Also absolut berechtigtes Schiff. Total gut. Cooles Ding. So, du hast es auch nicht, ne, Pfarrer, oder? Nee, aber wenn ich es hätte, dann wüsste ich auch schon einen Namen dafür. Crow? Nee, Papageno. Warum? Ja, das ist so ein Vogelvolk und dann, ne, Papageno halt, ne? Na gut. Ja, geiles Schiff. Also vom Design her auf jeden Fall richtig cool. Taverin-Style halt. Ne, ja, die Taverin, das ist auch ein weiteres Alien-Volk, mit dem wir dann irgendwann zu tun haben werden. Es gab ja auch die Taverin-Kriege. Und ich weiß nicht, wie weit ihr in der Lore informiert seid. Ja, die Taverin waren fast ausgerottet. Ne? Da haben wir Menschen mal wieder ganze Arbeit geleistet und haben die ziemlich zugrunde gerichtet, die Vögelchen. Und das halten die uns bis heute auch noch nach. Also die sind nicht so gut auf uns Menschen zu sprechen. Ist aber jetzt auch nicht so, dass sie uns jetzt bekriegen oder uns überfallen oder sonst was. Das auf keinen Fall. Mittlerweile wurde auch Frieden geschlossen und alles ist gut. Aber trotzdem, ne, ist die Geschichte natürlich passiert. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, aber so richtig vergessen kann man das Ganze natürlich nicht. Und die dienen, einige dienen ja auch in der UAE, soweit ich das weiß. Ja, genau, genau. Und mittlerweile sind wir da weit fortgeschritten, und aber dennoch, gerade bei den älteren Taverin sind wir nicht so gut angesehen. Ne, verständlich. Ne, wer zum Beispiel die Geschichte von dem Gemälde von Tears of Fire kennt, ja, ihr müsst euch mal bei mir auf dem YouTube-Kanal, müsst ihr euch mal umgucken in der Playlist Story. Da gibt es bereits zwei Teile von der Geschichte der Vergangenheit. Und da habe ich das alles so ein bisschen hörbuchmäßig aufgearbeitet. Das müsst ihr mal euch mal angucken, falls ihr euch für Lore interessiert. Da ist übrigens jetzt auch gerade der dritte Teil in Arbeit. Der wird hoffentlich noch dieses Jahr erscheinen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Für alle Lore-Interessierten. So, weiter geht's. Und das müsste jetzt schon fast das letzte Schiff sein, aber da fehlt doch noch was. Ja, zum Beispiel dieses zweite Schiff. Ach gut, das wird wahrscheinlich unten sein. Ne? Vendul? Ja, weiß ich nicht. Und dann fehlen natürlich die Noxes. Genau, die werden bestimmt unten sein. Ja. Aber wir haben, ja genau, die Skies war jetzt nicht da. Ne? Genau. Und ja gut, die Santo Kai, klar, die ist ja auch noch nicht fertig. Die wird eh nicht hier stehen, aber schauen wir, vielleicht ja im Holodeck. So, hier haben wir auf jeden Fall die Kartual. Auch ein Schiff von Aopor. Was heißt auch, ich glaube, das erste von Aopor, was wir jetzt hier auf dieser Ausstellung sehen, das ist ein Hersteller von den Xian. Oder es ist ein Xian-Hersteller, und das ist auch ein Schiff. Da kann ich euch auch nur sagen, leiht euch das mal aus, fliegt das mal, es ist einfach einzigartig. Vom Sound her, von der Animation genau. Her, ja, das klappt sich hoch. Dann habt ihr hier einzelne riesige VTOL-Thruster, die auch gleichzeitig die Haupttriebwerke sind. Also wirklich bis ins liebste, kleinste Detail ausgearbeitet, ein wunderschönes Schiff. Hat mittlerweile auch eine anständige Bewaffnung bekommen, hat, glaube ich, eine Size größer bekommen mit dem letzten Rework. Ist auch in der Farbgebung so ein bisschen überarbeitet worden. Wir haben jetzt hier so einen schillernden roten Lack, der sogar so ein leichtes Pattern hier drauf hat. Ja, das ist wirklich toll. Ein ganz geiles Schiff. So, ich steig da jetzt mal ein. Mal gucken. So, genau, ihr seht auch hier, dass... Also, erzähl. Wie gesagt, also zum einen, wenn ihr solche Schiffe mal ausleiht, achtet auf den Quantum-Tunnel, das ist das eine. Mhm. Das ist eine ganz andere Erfahrung immer. Und hier bei der Aopor einfach mal die Augen zumachen und einfach nur den Sound sich anhören, wie der sich verändert, wenn man irgendwie anders fliegt, langsamer, schneller. Also es ist schon Wahnsinn. Es ist absolut Wahnsinn. Das ist echt einzigartig. Ne? Alleine hier, ich zeige euch jetzt mal, wie die Ein- und Ausstiegsanimation ist mit dem Sound. Achtet mal darauf. Hier seht ihr auch hier Xian-Technologie, hier schwebt wieder alles. Sollen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Wir machen erstmal zu. Oh ja, und das auch nochmal zu. Ne? Geil, oder? So, jetzt machen wir das Ganze mal hier. Versuchen wir mal da einzusteigen. Warte mal, geht das überhaupt? Da geht nur Open Letter. Vielleicht kommen wir auch gar nicht rein. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir können das wirklich nur so machen. Ne? Ja, aber hört das schon. Ne? Ist ja. Wirklich der Knaller. Ne? Wirklich absolut schönes Schiff. Insektoid hört sich das an. Genau. Sehr, sehr, sehr geiler Dorsch.
Gut, dann sind wir hier oben eigentlich so gut wie durch, ne? Ja, also weiter, mehr Schiffe gibt es hier nicht. Nee. Ich wollte mir nur noch mal eben hier die Leiteranimation angucken. Ja gut, okay, nee, das ist nicht so. Von wo? Wo bist du? Ja, hier bei der Prowler. Ich hatte gedacht, die wäre so ähnlich wie bei der Mercury, aber das ist ja einfach nur ein festes Ding, was hier so durch runtergehalten wird. Okay, ich finde, dass das die Leiter an die, oder die Leiter erinnert mich so ein bisschen an die Nomad irgendwie, die von der so ganz bisschen. Ja, Entschuldigung, meine ich auch, die Nomad. Ach so, ja, ja. Okay. Ja, das meinte ich, aber die ist hier so in einem Stück, ne? Die ist in einem Stück gegossen. Ich meine auch, die wäre irgendwie anders runtergekommen, aber gut, vielleicht vertue ich mich da auch. Ja. Aber geil, ich finde es echt. Also, wenn man sich mal so ein bisschen mit diesen Schiffen und diesem ganzen Zeug beschäftigt, dann merkt man erstmal auch, wie viel Liebe im Detail da drin steckt. Ne? Das mögen viele, aber genauso viele verurteilen das auch leider in der Entwicklung. Die wollen einfach, dass das Spiel fertig wird. Ich muss aber ganz persönlich sagen, ich finde das super. Und ich finde, da kann sich CRG einfach wirklich auf die Schulter klopfen, dass sie so geniale Leute bei sich haben, die so eine Fantasie auch haben. Ne? Wirklich, also top. Top, top, dann top. Nenn mir doch mal bitte ein Spiel, Sitko. Kann ich ein nicht. Ein Spiel. Gibt's nicht. Was? Wie? Gibt's nicht? Gibt's nicht. Du hast doch gar nicht. Okay, alles gut. Dankeschön. Bitteschön. Richtig, ne? Nee, sag, was wolltest du sagen? Ja, wo du als eine bestimmte Rasse, nämlich als Mensch, wenn du hier als Mensch eintrittst in, in das Spiel, wo kannst du solche Fremdrassenschiffe dann fliegen? In welchem anderen Spiel? Die Frage, die kann man schon fast ein bisschen höher ansetzen. Welches Science-Fiction-Weltraumspiel hat überhaupt so eine Art Schiffsportfolio? Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Also das ist ja auch schon einzigartig, ne? Sowieso. Also klar, es gibt viele Spiele, die machen auch vieles richtig und das ist auch alles toll. Aber man kann es einfach gar nicht mit Star Citizen vergleichen, finde ich zumindest. Ne? Das ist alles nur so, ja, so wie... Ja, so wie Star Citizen wäre, wenn man es mal schnell fertig gemacht hätte 2014. Na so. So ist es. So wäre es dann halt. Ne? Und dann wären wir jetzt wahrscheinlich irgendwo ganz woanders und würden wahrscheinlich Star Citizen schon längst vergessen haben. Vielleicht. Ne? Man weiß es nicht. Und sowas würden wir auf keinen Fall machen. Hier Treppen runterlaufen und so Schiffe angucken und auf eine Expo gehen und sowas. Das. Da haben wir sie. Die Noxe. Und wie das aussieht, sind das alles die Küs oder Kös. Ich weiß nicht, wie spricht man das überhaupt auf? K-U-E. Kü? Kü, ja. Würde ich Kü sagen. Aber bei Nox, bei Apoa weiß man das nie. Das ist die normale Nox, das auch. Aber die sind so silber aus, oder? Ach nee, das sind... Die sind alle schwarz. Die sind alle schwarz. Ja, man erkennt es nicht so richtig. Also das ist die Nox, die normale Version. Ja, die ist in schwärzer. Und das ist die Kü. Die ist halt so ein bisschen silber. Ne? So silber gebürstet. So ein bisschen. Total auch ein richtig geiles Design, auch wenn ihr da aufsteigt und so. Du kannst ja mal hochgehen, Pharao. Sonst gucken wir uns das mal hier von unten mal an, wie das aussieht. Sieht schon echt ziemlich cool aus, wie man dann da draufsteigt. Und dann wird man auch noch so ein bisschen durch die Hülle geschützt. Die fährt dann da hinten so rüber. So, naja, gut. Ging jetzt von der Animation. Aber seht ihr, ne, da oben, da fährt das dann noch so ein bisschen ab Schutz rüber. Man liegt da so drinne. Schon echt ein ziemlich geiles Ding. Leider momentan noch sehr, sehr anfällig, finde ich. Man explodiert sehr schnell, wenn man irgendwo gegenfliegt. Und gerade auch die Hoverbikes haben noch das Problem, das hatte ich euch ja bei der Dragonfly schon erzählt, dass wenn ihr dann auf einem Mond oder Planeten über irgendeinen Berg fliegt, dann schnellt das Ding hoch und ihr fallt dann runter und explodiert. Ne? Das ist halt leider noch nicht so richtig gut gelöst. Aber auch hier, guckt euch das an, eine richtig Liebe zum Detail. Wirklich tolles, tolles Teil. Sehr, sehr cooles Ding. Gefällt mir. Und das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn du dich jetzt auf dieses Dingenset gesetzt hast, ja, ohne anzumachen und alles, ja, hat die Farbe des Huts übernommen. Das heißt, jetzt habe ich deinen Tech hier in so bläulichem, ja, und als ich da drauf sah, war der Tech auf einmal orange. Ja, genau, und das ist jetzt immer noch so, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ob das richtig ist, keine Ahnung, ne, aber... Auch so wie die Lichter sich dann da unten in diesem Rot dann und so, sieht schon geil aus. Nee, ist ein echt ein cooles Ding. Also wenn ihr so auf Hoverbikes steht und irgendwelchen Speedbikes über Mond und Planeten auch mal ausleihen, ausprobieren, ist schon echt cool. Auch vom Sound her, Top-Teil. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die von Origin, ne, die X1. Da müssen wir da mal hinten, glaube ich, rüber machen. Nee, ich meine die von den Hoverbikes letztendlich. Ach so, das ist das Einzige, was noch nicht drin ist. Ja, Hoverbikes und diese Motorräder.
Stimmt, die auch noch. Ja, genau, die fehlen auch noch. Von Tumblr. Zwar kein Hoverdingen, zwar kein Hoverbike, aber hier gibt's nichts, hier ist nur Sitzgruppe. Chill-Out-Zone. Chill-Out-Area. Gut, kommen wir zur Display Hall. Ich bin ja so gespannt. So, ich hoffe, dass die Merchant Man auf jeden Fall da ist. Das hast du ja vorhin überhaupt nicht anklingen lassen. Nee, ne? Nee. Hat man so überhaupt nicht gehört. So, jetzt um die Ecke. Und. Ah ja. Da haben wir schon mal die Talon. Sehr schön. Sehen wir die auch mal. Das ist ja auch das jüngst vorgestellte Konzept von Alienschiff. Und hier seht ihr natürlich sofort den Style Guide von Hesperia bzw. von den Tavarines wieder. Dem Vogelvolk. Ein leichter Fighter gibt es in zwei Versionen. Einmal als Talon normal und dann einmal als Shrike. Das ist dann ein, glaube ich, ein Schiff Bomber. Mit mehr Raketen dran, genau. Ja. Ne, sieht mir sehr danach aus, als wenn das in der Atmosphäre wunderbar fliegen kann. Ne, zumindest hat das so, scheint es so den Eindruck zu haben, dass man halt hier mit diesem so fliegt wie ein Vogel, ne, letztendlich. Zumindest erwarte ich das von diesem Schiff. Und ihr seht ja auch dieses leicht transparente Material und ja, diesen Flip-Flop-Lack, der kommt jetzt nicht ganz so zur Geltung, obwohl so ein bisschen, wenn man hier mal drauf guckt, ne, das schimmert so ein bisschen lila-grünlich das Ganze. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz geil aus. Oder was sagst du? Fällt mir auch. Ne? Ja. Ist sehr konsequent, ne? Man muss es auch wieder mögen, diesen Style, aber zumindest ist es so, dass man es erkennt. Ne? Das ist ja auch immer das Wichtigste einer Marke, dass man es, man sagt bei uns in der Branche immer, dass man es aus den Augenwinkeln erkennt, ne? Dass man sofort weiß, aha, ja, hier, guck mal, Tavarin. Ne? Genau. Wenn du das hingekriegt hast, dann hast du alles richtig gemacht. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal von oben an. Wer Drake mag, der findet hier mit Sicherheit auch den einen oder anderen ja, schönen Touch. Ja. So, mal gucken, ob wir das hier irgendwie eingestellt kriegen, dass wir so ein bisschen von oben drauf gucken können. Ah ja, so. Ja, sehr geil. Auch mit dem... Oh, was ist jetzt? So, auch hier mit dem Flügel hier, dieses Transparente da oben. Ah, sieht schon gut aus. Ich würde sagen, war fast ein bisschen zu hoch hier gerade. Sehr, sehr geil. Ja, bin gespannt, wann das kommt. Ich denke mal, das werden die bis zu 3.12, denke ich mal, fertig kriegen. Das wäre ja gelacht, wenn nicht. Also wird es wahrscheinlich auf jeden Fall dieses Jahr noch ins Spiel kommen. Ein weiterer Flitzer von Hesperia, ne? Von den Tavarin. Ja. Und den sollte man auch relativ selten allein im Verse sehen, wenn er dann unterwegs ist. Ist ja auch so ein Schwarmding, ne? Genau, genau. Gut, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Okay, noch das zweite. Wir haben nur zwei Holos. Und. Okay. Ja. dann war's das mit der Merchant Man. Na, wenn das nicht, ja, dann war es das mit der Merchant Man. Dann ist das hier noch wahrscheinlich noch die Shrike. Genau, also die andere Variante, die wir gerade schon besprochen haben. Die so ein bisschen mehr Raketen unten dran hat. Nun, da konnte man sich ja damals im Konzeptkauf überlegen, was man letztendlich dann lieber spielt, ne? Ein Jäger mit Waffen oder mit mehr Raketen. Wahrscheinlich in Kombination dann genau das Richtige. Ne? Na gut. Dann war's das, glaube ich, ne? Dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Genau. Ne? Morgen haben wir dann Origin, ne? Das Origin Jumpworks. Da werden wir dann wahrscheinlich eine riesen Ignite Jump in der Halle vorne haben. Und dann seht ihr auch nochmal, wie groß dieses Ding ist. Ne? Wir hatten ja schon die Reclaimer gesehen. Die Reclaimer war ja schon ein Mordsteil. Aber die Ignite Jump, ich sag euch, das ist nochmal eine Nummer größer. Ne? Die nimmt die ganze Halle ein. Das kann ich euch versprechen. Dann werden wir wahrscheinlich die 100er Serie sehen, die 300er Serie und alles, was sonst noch von Origin Jumpworks uns vorgestellt wird. Das gucken wir uns dann morgen wieder an. Im Anschluss wird dann jetzt noch die RSI-Seite von mir vorgestellt. Dann gucken wir mal, ob es irgendwelche Skins gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Pharao, vielen Dank, dass du dabei warst. Alles klar, gerne. Und wir sehen uns morgen, oder? Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, dann habt noch eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüssikowski.